Legen wir auch direkt mit der 8. Episode los. Und wir machen wieder. Wir treiben wieder unsere Story voran. Kann man endlich sehen, noch ein bisschen geiler ist, heißt das. Schläger feiern. Das wir mal schnell ab. Wir sind es leid, ausgeraubt zu werden. Und wie kann ich das machen? Kommst du nicht wieder auf die Beine? Na los, doch! Versuch aufzustehen! Ich kann sie nicht schlagen. Verpisst euch. Okay, hab ich gemacht. Krieg ich dafür was? Naja. Ah, sie haben beendet. Also, wir haben jetzt ein Massenereignis beendet. 1 von 5. Und wenn wir 5 beendet haben, kriegen wir wohl irgendwas. Gut zu wissen. Und wir haben eine gute Tat vollbracht. Weiß doch jeder eine gute Tat. Moment, da war noch was. Jetzt ist weg. So, also weiter im Text. Also langsam sehen wir erstens noch was aus und zweitens, wie viel Zeitung es hier gibt. Ich freue mich, wenn die ganzen Artikel erscheinen. Na gut, ich weiß, wer die schreibt. Den Güter. Und das Team, was dafür zuständig ist. Was, warte. Wo geht's hier so ab? Yeah. Ah, es ging schnell, oder? Und gleich mal plündern. Hier hat er irgendjemand umgebracht. Medizin voll. Der Arme. So. Ist das schon wieder Sperrgebiet? Gehen wir zu so einer Alarmglocke, ne? Sabotieren natürlich. Geil, 1000 Credo, 100 Credo-Punkte. Was auch immer das sein mag. Komm, wir klettern hier hoch. Leichter gesagt als getan. So, hier klettern wir jetzt irgendwo hoch. Komm, das kannst du. Was bist du denn für eine Pfeife? Oh, okay, da war gut der Sprung. Moment. Der Auftrag wird doch aber nicht irgendwo oben sein. Was mache ich denn überhaupt hier? Vielleicht sollte ich erstmal überlegen, bevor ich hier anfange, irgendwelche Häuser aufzuklettern. So, da haben wir ihn doch schon. Na gut, er wird wohl irgendwo oben sein, ja. Na, wusste ich's doch eigentlich. Schwierig, warte, die Abschlussfeier. Spielen, los geht's. Wie heißt die Mission? Die Mission? Schwing deinen Arsch in Position und stell keine Fragen, Pissbot. Stets zu dir. Ups. So, ja, die Missionsschwierigkeit wird durch die Diamanten repräsentiert. Je mehr, desto schwieriger, okay. Desto stärker die Gegner. Okay, gut. Unwichtig. Die Waffen töten und die Glocke sabotieren. Haben wir gerade schon gemacht. Ne, ist eine andere Glocke. Gleich mal alles so ein bisschen abchecken. Das wird geil. Hat jetzt Pirschen und so Astreien an die dran. Ich weiß nicht, sehen die mich, wenn ich hier oben auf dem Dach warte? Wahrscheinlich nicht, oder? So, jetzt gucken wir nochmal, in welche Richtung guckt ihr denn alle? Ich will ihn hier aus der Luft direkt mal mehr catchen. Erst wenn der da weg ist. Ich weiß, was ich jetzt mache. Guckt denn der hin? Wollt ihr Ärger machen? Ich will jetzt den hier haben. Jetzt warten wir noch kurz, bis die anderen nicht so krass in die Richtung hier reingucken. Boah, haben wir uns den geil gepackt, oder? Wo
Und wie holen wir die anderen jetzt am besten? Ich gehe lieber wieder. Fuck, doch nicht so. Was mache ich denn für eine Scheiße? Ich wollte da hochklettern schnell. Ja, hoch. Sehr gut. Jetzt gehen wir von der anderen Seite mal da dran. Ich habe das Gefühl, jetzt geht das Spiel erst richtig los. Ich warte jetzt noch, bis der andere sich verpisst hat. Moment. Gehen wir mal lieber hier hoch. Okay, runter. So, den hätten wir auch. Hier einfach auf den nächsten. Und wenn der jetzt hier ums Eck kommt, dann schnappe ich ihn mir einfach auch. Oder soll ich jetzt schnell ihn von hinten holen? Nee, ich warte jetzt kurz, weil ich weiß genau, sonst dreht er sich. Ich laufe jetzt los, um ihn mir von hinten zu schnappen und er dreht sich um. Dann lassen wir ihn doch mal lieber hier genüsslich herlaufen. Und tschüss. Ah, oh, fuck. Ich hätte die Attentate aus der Deckung machen sollen. Steht da. Ach, nur los erst lesen. Dann sabotieren wir das jetzt wenigstens. Na gut. Egal, wir haben es geschafft. Das ist das Wichtigste. Sir Guillaume de Roussel hat gütigerweise unserem Preis von 40% zugestimmt. Eine Verzweiflungstat. Und der Priester? Das wird schon werden. Eure Zuversicht ist ansteckend, Sieberg. Meine Leute werden den Wagen bereithalten. Hier sind die Details. Seht zu, dass es glatt läuft. Entendu. Seht zu, dass es glatt läuft. Kretin. Wann habe ich den... Hilfe! Mörder! Diese Bastarde Mörder! Hat immer Leibwachen. Und? Nächstes Mal erledige das, bevor einer losschreit. Warum verweilen wir hier, solange dieser Sieber noch lebt? Er tötete Monsieur de la Serre. Geduld. Sie wäre es nicht unser Ziel. Nicht heute. Komm schon. Der Rat wartet auf unseren Bericht. So, was hier? Rauchbombe. Haben Sie diese ausgerüstet, um sie zu werfen? Im Schutz der Rauchbombe, ja. Ja, geil. Ich töte ihn natürlich lieber. Du kommst nie an den Nallen vorbei. Mir wirst du nicht entkommen! Nein, warum knarten kann? Ich dreh dich um! Dann können wir es direkt hinter mir. Du gehst nirgendwo hin! Nee, komm, hör rein. Warte, Attentat ist... Was? Ach, sie hätte mit unserem Homie mithalten sollen. Ach, es ist immer so viel auf... Boah, was für... Okay. Das geht ja aber. Naja, wahrscheinlich nicht. Ich renne einfach weg. Komm rein hier. Ach, ich bin aber im Sperrgebiet. Wird mir gar nichts bringen hier drin, oder? So. Ich könnte jetzt wieder zurückgehen. Ich kann noch ein Attentat aus der Deckung machen. Soll ich das noch schnell probieren hier, einen aus der Deckung hier zu schnappen? Wenn der hier jetzt vorbeiläuft, schnell. Nö. Moment, ich versuche mal. Ja, hat echt geklappt. Okay. Und weg jetzt. So. Achso, ich muss hier noch entkommen. Der wird mich schon wieder rumgetötet. Moment. Versucht beim nächsten Mal, du hast ein bisschen zu üben. Das war euch jetzt der Kümmelsturz. Ach, waren das meine Kollegen? Danke. Okay, wir sind gekommen.
So, unser nächstes Ziel ist zum Treffpunkt zu gehen. Wo gehen wir mal hin? Gucken, ob wir da jetzt was Neues kaufen können. Wenn wir da einmal wieder übers Haus klettern sollen. Ach, guck mal, der rote Punkt wird doch so ein Ereignis sein. So, den töte ich jetzt einfach. Geil, und so. Hallo? Ich kann den gar nicht finden. Ach so, das war einfach nur eine Wache, deswegen waren die rot angezeigt. Okay. Gut, haben wir die erledigt, auch nicht schlecht. Ach so, ich bin immer noch auf Schleichen, irgendwie automatisch oder was? Wie stellst du dich hin? Interagieren. Ausrüstung. Waffen. Ach so, Ausstattung. Farben, was gibt's denn hier so? Das sieht schon am besten aus noch jetzt. Nö, gefällt mir so am besten. Kopf. Nö, ist auch der am besten. Oder der hier. So eine Ledergeschichte. Nee, komm, das lassen wir auch so. Brust, Unterarme, Taille, Beine. Beine, was geht da? Ach so, das verbessert auch irgendwelche Geschichten. Dann gehen wir doch mal ein bisschen weiter runter. Ach so, da ist schon alles viel zu teuer. So, Fallgeräusche verbessert, was weiß ich. Dann nehmen wir die gleich mal, komm. So. Ah, da geht unser Geld aber schnell drauf für das ganze Zeug, was hier immer angeboten wird. So, ich muss mal ins Menü und schnell gucken, wo ich mit dem Charakter. Fähigkeiten. Kann ich auch mit was anderem zahlen, oder? Nee, ist dieser Schmetterschlag. Kriege ich denn diese Punkte? Ja, egal. Hab die nicht. Und kann dementsprechend auch leider nicht weiter. Ich wollte ja als nächstes mir den doppelten Kill quasi. Warum bin ich denn fast tot überhaupt? Ah, er macht es dann automatisch. Sehr gut. Hab mich schnell geheilt. Schnell an den vorbei. Ja, jetzt wundern die sich. Wir müssen zu dem. Jetzt über 100 Meter. Ich kann mal gucken, ob ich da vielleicht schnell hinreißen kann. Ja, kann ich. Ach ne, das ist ein Untergrundeingang. Jetzt habe ich den angewählt, egal. Hallo. Ah, hier gibt es wieder so viel zu erledigen. Aber ich glaube, wenn ich aufnehmen würde, wie ich hier versuche, alles zu erledigen und zu sammeln und zu machen, da hätten wir einige Episoden vor uns. So, Renovierung. Wollen Sie dieses Café renovieren? Na klar. 500 nur? Das kostet ja nichts. Geil, jetzt haben wir schon hier unsere erste Hütte. Sieht zwar immer noch aus wie eine Bruchbude, aber wir haben es renoviert. Gehört jetzt eh. Boah, guck mal, wie die Stimmung ist. Hier, Liste sozialer Kontakte, null Freunde. Also ich bin ein richtiger Loser. So, und was geht oben? Geht schon wieder irgendeine Datenbank ab. Ach, das sind diese Songs, die wir singen. Nee, ich möchte keinem Club beitreten. Ja, ich kann mich hier umziehen.
Nee, nee, da habe ich das Beste. Das lasse ich alles so jetzt an. So, was gibt's hier noch zu finden? Bankräuber. Gesellschaftsclub-Mission. Nee, das mache ich. Vielleicht mache ich es mal zwischendurch, aber. Ach geil, hier gibt's noch mehr Aufträge. Ja. Nee, machen wir auch nicht. Ich würde es jetzt gerne machen, aber komm, wir bleiben hier bei unserer Story. Ach so, ich bin ja noch nicht mal fertig mit dem letzten Auftrag. Wo ist denn der grüne Punkt überhaupt? Komm, hoch. Da können wir uns besser umsehen, noch 100 Meter entfernt. So, rüber da mit einem Gewaltsprung, jawohl. Weiter geht's. Okay, mir das doch auch gleich erledigt. Und zack. Und nur noch 30 Meter. Jawohl. Da haben wir. Wir hätten an dem dranbleiben sollen, aber ich habe das zu spät gemerkt, was die von ihm wollen. Mörd, Patrioten. Diese Narren legen sich mit jedem an. Sie dürfen uns nicht bemerken. Halten wir sie nicht auf? Aufhalten. Ausweichen spielt keine Rolle. Es kommt immer ein Fanatiker nach. Du kannst nicht jeden retten, Pissbot. Doch, kann ich kaputt. Welch äußerst tröstlicher Gedanke. So, Extremisten rollen die Bevölkerung. Sie schikanieren die Bevölkerung. Sie werden von den Templern bezahlen. Ach, das sind eben diese Idioten, die mich dauernd erkennen. Vorsicht, Leute. Remy hat Monsieur Apinons Leiche in einem Innenhof nicht weit von hier entdeckt. Mit aufgeschlitzter Kehle. J'ai déjà eu mon content d'ennui. Merci bien. Pourquoi tout ce fracas? Schnell weg hier. Ich würde die zwar jetzt lieber aufmischen, aber nee. Kackwurst hat anderes vor, also nichts hinterher. Vorsichtig, Bestpot. Du verletzt noch wen. Was? Der tut immer so, als wären wir hier der Loser. Dabei vergisst er wohl, wie wir ihn verdroschen haben im Knast. Er ist komplett chancenlos gegen uns. Der könnte eher noch was von uns lernen. Du verletzt noch wen. Mhm. Scheint sich wohl gern zu wiederholen. Vorsichtig, Bestpot. Du verletzt noch wen. Ist das ein Papagei? Hier wieder den Leuten schön durch die Welt. Servus, nicht erschrecken. Jo, bin schon weg. Ach nö. Ja, was soll ich machen? Ich bin unten. Oh Mann, da unten hätte ich wieder jemanden retten können. Naja, man kann nicht alle retten. Man muss sich immer bewusst sein. Was nennst du Rennen? Das ist doch eigentlich scheißegal. Das ist ja nur ein Computer. Animierte Figur. Ja, das ist nicht Rennen. Ich bin dir auch dicht auf dem Fernseher. So, da bin ich. So, diese bemalte Holzbrücke verband zwei Flussinseln und überstand die Revolution nur kurz danach zerstört und durch die Pont St. Louis ersetzt zu werden. Ah, okay, sehr gut. Kampf der Fraktion. Wachen in Blau greifen Extremisten in Rot immer als erst an. Vermeiden sie selbst anzugreifen, um Konflikten vorzubeugen. Brauchst du eine Pause? Wie, aber ich dachte, die Wachen und die Extremisten, die sind doch beide gegen uns. Dann kann es uns doch gerade recht sein, wenn wir kämpfen. Ja. Und ab in die Kanalisation. Da treffen wir Sivere nach einem Jahr und du lässt ihn gehen? Nur weil sein Name nicht auf einem verdammten Papier stand? Es ist die falsche Zeit. Zu viele Variablen. Zu viele Unwägbarkeiten. Und wenn wir ihn wieder verlieren? Er wird morgen in Notre Dame sein, wenn er sich an den Plan hält, den wir fanden. Das hättest du eher sagen können. Okay, dann knüpfen wir uns den morgen in Notre Dame vor.
Oh, ja, weiter geht's. Jetzt sind wir im Hauptquartier der Assassine. Ist jetzt auch als kann man gehen, Geschäfte. Ja, wissen wir alles schon. Was passiert als nächstes? Ja, aber er hat auch nichts anderes. Giftgas, krass. So, ach fuck, aber ich bin doch dann. Ach, erstens brauche ich die Giftgas. Ich kann nee, ja, jetzt erstmal. Wie gewohnt nichts damit anfangen wird. Du scheinst ihn nicht sonderlich zu mögen. Er ist Politiker. Er sieht sich als großen Friedensstifter. Er glaubt, er könnte den Krieg zwischen Assassinen und Templern beenden, die Revolution zu einem glücklichen Ende bringen und Hunde und Katzen friedlich zusammenleben lassen. Und das ist schlecht? Es ist ein selbstgerechtes Hirngespinst. Die Templer sind schwach wie nie, seit Jacques de Molay verbrannt wurde. Und wir verfolgen zweitklassige Schmuggler. Und all das, weil Mirabeau sein Vermächtnis schützen will. Monsieur de la... Oh Mann, ich wusste nicht, dass er jetzt noch weiterredet. Die Zöllner Frankreichs können wieder beruhigt schlafen. Apinon ist tot. Gefangene Adlige zu verhören, scheint etwas untypisch für ihn. Was haben die Templer nur vor? Hätten wir uns nicht von diesem Waffenstillstand einlullen lassen, wüssten wir es jetzt. Er hat recht, Honoré. Der Waffenstillstand bestand mit Großmeister de la Seine. Der Mann starb vor 2 Jahren. Wer immer nun das Sagen hat, seid sicher, dass er nicht untätig ist. Wir wüssten vielleicht mehr, hätten wir Sivert nicht entkommen lassen. Sivert war dort? Ich weiß, euer Herz will gern den Frieden wahren. Doch brächten wir Monsieur de la Serres Mörder zur Strecke, wäre das auch etwas wert, oder nicht? Ja, wäre es. Doch verwechsle deine persönliche Vendetta nicht mit einem durchdachten Plan. Wenn er Templer töten will, lass den Templer töten. Ich habe ihm alles beigebracht. Er ist bereit. Also dann. Assassine. Begib dich zur Notre-Dame de Paris und finde dort den Templer-Agenten Charles Gabriel Sivert. Ergründe sein Geheimnis und ist dir das gelungen, bringst du ihn zum Schweigen, im Einklang mit unseren Regeln. Ja, sehr gerne. So, Abschlussfeier ist abgeschlossen. Ja, wir haben das nicht geschafft, einen Billigschritt zu halten, aber auch nur, weil wir nicht wussten, dass wir es machen müssen. Okay, sollen wir uns hier noch ein bisschen umgucken? Aha, Zwillinge anscheinend. So, was bist du für einer? Du guckst ja immer hier die. Oh, hier kann ich gar nicht durch. Oder noch nicht zumindest. Na gut, also raus hier. Aus der Hütte. Da hinten scheint die Tür zu sein. Arno, alles Gute. Danke, dir auch, Peter. So, jetzt kümmern wir uns mal um Silver. Jo. Psst, hier stand da. Hallo, ja? Boah, Mensch, der macht mich echt verrückt. Ach, das wäre eine Koop-Mission. Spieler 4 maximal, Schwierigkeit 2. Aber egal, wir machen das nicht. Dann habe ich da irgendwelche Leute drin. Und da habe ich jetzt einfach keinen Bock drauf. Ich frage mich, was dieses Maskenzeichen quasi ist. Komm hoch hier. Den Dieb Ram. Na klar, ich hol ihn doch. Der arme Mann. So, jetzt haben wir 3 Massenereignisse. Schon beendet. Nicht schlecht, oder? Naja.
Wo müssen wir denn überhaupt hin? Also hier sind wir, was ist die goldene Truhe? Initiatus-Truhe? Keine Ahnung. Kenne ich nicht. Und da ist so eine Maske. Überfälle? Naja, hier ist die nächste Mission und darum wollten wir uns kümmern. Vielleicht, wenn ich diese ganzen Missionen hier ordentlich durchgezogen habe, die Story quasi, mache ich noch so ein paar andere Folgen mit den Nebenmissionen, beziehungsweise mit, ja, so Koop-Missionen vielleicht auch. Mal schauen. Achso, ich kann doch einfach schnell hier hinreisen. Geht das? Ja. Nein. Schnellreise zu diesem Ort. Ja. Ach, ich hätte das wahrscheinlich auch aus dem Assassinenbau quasi machen können. Dann hätten wir hier nicht diese doppelte Ladezeit quasi gehabt. Aber erstens haben wir dadurch dieses andere Ereignis erledigt und außerdem ist sowieso viel besser so. Weil wir es jetzt halt so gemacht haben. Also hier kann man sich ein bisschen entspannen, wenigstens. Okay, da oben sind wir und runter hier. So, okay, hier ist ja immer mehr los. Also hier scheint die Stimmung scheint sich aufzuheizen. Naja, egal. Keine Zeit für sowas. Gibt's wichtige Aufträge zu erledigen. So. Wieso kletter ich hoch? Das war doch bestimmt auch wieder unten, aber ich... Da war ja nichts, ne. Vielleicht doch oben. Moment. Also, dann würde ich sagen, die Beichte, der nächste Auftrag, den erledigen wir dann auch in der nächsten Episode. Und ja, bis dahin und ich hoffe, es hat euch gefallen.